Luft von Elbsch kommt zurück. Heute Montag um 12 Uhr eine Folge Minecraft Survival. Ja, ich habe jetzt hier mal offline ein bisschen was eingefangen, habe noch schnell einen Sound rumgehoben. Aber mit Tür diesmal. Aber auch schon hier, ne? Ganz viel Liebe verbreitet. Und wir haben jetzt insgesamt 5 Stück, 6. Kühe auch, wir brauchen ja Leder für unsere Bücher, später für zum Zaubern. Und machen heute mal an der Hütte weiter. Weil ich würde gerne heute so weit kommen, dass wir das hier abreißen können. Dafür brauchen wir Eichenholzbretter, ja, 36. Gut, haben wir noch hier drin. Dann brauchen wir von denen noch. Eichenstamm, Tropenholzstamm. Wie die aussehen. Ja, das ist schön. Die sind ein bisschen dunkler. Das ist doch sehr schön. Aber von denen noch ein paar. Der Schnitzel da genügen. Ja, mit dem Soil Shader PDGI 10. Neu. Und, gedownloadet. Ja, ich habe mir hier mal ein Gerüst gebaut. Weil wir ja noch kein Bambus haben. Bambus und, na. Ja, die wollen Wasser wachsen, ne? Zuckerrohr. Zuckerrohr. So, hab hier noch so einen Eckpfosten hingemacht. Ne? Einfach Steinzaun. 2 Stück übereinander, 2 Blöcke übereinander. Und dann hier und hier hinten Treppenstufen. Und hier außen auch Treppenstufen. Ne? Und da werden wir jetzt heute mal weitermachen. Minecraft kommt montags, mittwochs und freitags. Montag, Mittwoch und Freitag. Das wird sonst zu viel. Das schaffe ich im Upload ja nicht. Da machen wir hier mal alles schön zu. Das gibt nämlich die Decke. Perfekt. Boah, ich bin so froh, wenn jetzt mal an der Hütte hier fertig sind, ey. Dass das mal so langsam dann hier vorwärts geht. Dann würde ich sagen, könnten wir nämlich unten mal so weit fertig machen, dass wir unten einziehen können. Jetzt hier mal die Decke drin haben, ist schon mal gut. Dann müssen wir gucken, was Sand. Wir brauchen noch Glasscheiben. Die müssen wir auch noch uns irgendwie. Aber wir haben hier vorne einen großen Strand. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Da können wir auf jeden Fall schon mal. Können wir uns da schon mal auf jeden Fall ein bisschen Sand stipitzen gehen. Aber natürlich so, dass die Landschaft nicht beschädigt wird. So, dass es auch noch Strand bleibt, sagen wir mal so. So. Bin ich froh, dass das mal gemacht ist, ey. Warum ist immer nachts... Ich verstehe es nicht. Damit müssen wir nochmal den Neuner holen. Aber irgendwas ist da. Funktioniert ja nicht so richtig. Man merkt schon, die Beleuchtung ist schon. So, dann brauchen wir hier. Brauchen wir Treppenstufen. Zack.
weil hier geht es nämlich später hoch. Falsch. So, dann können wir hier nämlich wegmachen. Oh nein, jetzt sagt nicht wieder das. Ja, da geht wieder die ganze Decke kaputt. Gut, das kann dann auch weg. Der muss auch weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, ey. Dass dann immer alles kaputt geht. Nun gut. Dann muss ich mich da mal dahinter klemmen. Wieso kommst du hier rein? Dann müssen wir hier immer noch ansetzen. So. Hier noch einer hin. Hier noch einer hin. Hier noch einer hin. So. In die Ecke noch. Noch eine. So, das soll immer genügen. Ja, hier außen habe ich auch Treppenstufen hingemacht. Auch verkehrt rum. Ne? Hier kommen ja die Fenster rein. So. Jetzt weiß ich nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall noch keinen Sand. Wo wir hier eine Kiste irgendwo noch was haben. Ich glaub's eher nicht. Da müssen wir mal vor zum Strand ein bisschen Sand holen. Hier ist alles Stein. Nee. Ich glaube, hier drin ist auch nichts. Da müssen wir mal vorne. Nö. Gut. Oder? Doch, machen wir da. Ach, Glas, da haben wir doch Glas. Guck mal da. Perfekt. Was haben wir hier noch drin? Ist nichts drin und hier. Ein bisschen Gold. Das lassen wir mal hier. So, dann würde ich sagen, können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Die Knochen. Ja, unser treuer Freund, unser treuer Gefährte ist leider nicht mehr da. Ich hatte das letzte Mal noch ein bisschen weitergebaut offline und da kam ein Skelett, hat ihn irgendwie mit einem Fluch belegt, keine Ahnung. Oder hat ihn irgendwo runtergestürzt und ja. Voller Trauer muss ich dann Abschied nehmen. Wir werden irgendwann später nochmal jemand haben, aber vorerst jetzt nicht mehr. Achso, sonst haben wir Schatzkarten, ja. Wenn wir jetzt unten die Etage mal fertig haben, aber ich hab doch. So, Glasscheiben. Ach so rum. Ja. Jo. Okay. 16. Oh, das sollte mal genügen. Dann können wir noch eine der Tür irgendwo. Weiß sogar. Es wird hell. Es ist immer nachts, wo das dann ein bisschen flimmert am Himmel, aber tagsüber geht's. So, da können wir nämlich wenigstens ja, unten mal so weit zumachen. Perfekt. Genau. So, da kommen Türen hin. Wo sind die Türen? Thank you.
Da kommt die Treppenstufe bei. Wir könnten auch mal hier. Ja. Machen wir. Normalerweise hatte ich so geplant, dass wir von außen hochgehen können, aber wir könnten ja eigentlich auch hier zumachen und könnten dann von innen hier hochgehen. Und mal jetzt hier die Treppe anfangen und gehen dann so hoch. In das oberste Stockwerk. Das wäre eigentlich noch nicht mal so schlecht. Hier unten dann die Küche. Dann geht's hoch. Also Küche und Esszimmer mit einem Stuhl und Tische. Können wir ja jetzt alles machen. Und oben dann Schlafzimmer und Verzauberungsraum. Genau, dann könnte man hier eigentlich die Wand zumachen. Gut. Ah, das gefällt mir noch nicht so ganz. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall wird es so die Hütte. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal unser Bett holen. Boah, dann muss ich unbedingt. Warte mal. Ich stelle mal gerade um auf Shader. Das ist jetzt der neue E10. Wir stellen mal um auf den E9er. Immer noch selber. Das ist jetzt aber ganz komisch. Da muss ich mal gucken, was da los ist. Da muss ich mal deinstallieren. Und weil das gefällt mir nicht. Was soll ich jetzt machen? Achso, unser Bett holen. So, das kommt mit. Das kommt mit. Der kommt mit. Hier kommt mit. Die Kisten müssen wir dann gleich holen. Die kommt auch mit. Ja, müssen wir gleich. Oh, das ist alles voll. Junge, Junge, da haben wir ein bisschen was umzuräumen. Oh, wir können wieder. Nehmen wir mal gleich. So, dann stellen wir mal. Hier kommen wir rein. Da kommt hier schon mal unsere Werkbank hin. Kommt die Werkbank hin. Dann haben wir Ofen und den. Wo ist er? Wo ist er? Haben wir den jetzt nicht mitgenommen? Doch. So. Genau. So, dann können wir hier noch eine Ablage machen. Druckplatte. Wir probieren es mal. Eigentlich wollte ich Slabs machen, aber haben jetzt glaube ich gerade nicht da. Nee. Nehmen wir Slabs. Pack ich immer, wenn es hell und dunkel wird, dann fängt er an zu flimmern. Jetzt geht's. Ich guck mal, ich mach mich mal schlau, was da los ist. Haben wir noch Slapstiste? Dann haben wir die nämlich so ein bisschen als Ablage. Genau. Das sieht doch schön aus. Mal 5 Kohle rein, dann haben wir schon mal auf jeden Fall was drin. Jo.
Ja, so langsam jetzt. Bett. Das Bett stellen wir mal gerade hier hin. So. Ja, so langsam jetzt wohnlich. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber es geht. Wie gesagt, hier mit dem. Eigentlich war geplant, hier von außen hoch die Treppe. Dass man separat hochgehen kann, aber. Wäre eigentlich schöner, wenn man von innen hochgehen kann, ne? Dann hier anfangen, hier zack, 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 die Treppe hoch. Und oben dann. Ja. So, die mal wegmachen. Ja, dann müssen wir irgendwann mal in den Nether, dass wir noch ein bisschen Glowstone finden. Weil mit den Fackeln, da ist klar, momentan Braunmasse, aber natürlich schöner mit Glowstone, dass wir manchmal ein paar schöne Lampen machen können. Ja, wir machen es jetzt mal gerade hier hin. So. Hier ein bisschen belöscht haben nachts. Ja, Freunde, das war's dann für heute. Müssen noch ein paar Kisten machen. Machen wir noch ein paar, da haben wir noch. Ah, Moment. Wir haben doch. Warte mal, Okay. Da haben wir es doch. Ne, das wollen wir nicht. Wo sind wir denn hier? Da. Ne, ich möchte normales Holz. Normal Standard Iron. Chopper. Obsidianbarre? Nein, brauchen wir auch nicht. Mischen eine ganz normale. Drei Kissen und drei Slabs. Ah, okay. Wo haben wir sie? Slabs? Natürlich keine mehr da. So, das haben wir gerade noch. Perfekt, so lang und das hier hin, du dahin, du das. Ein Fass, jawohl. So, dann machen wir gleich noch eins. Jawohl. So, haben wir zwei Fässer. Die machen wir mal eins hier hin. Und dann würde ich sagen, machen wir eins oben drüber. Mal auch hier machen. Mal dahin. Ja, das sieht schon mal gut aus. So, dann machen wir jetzt hier schon mal alles, was Holz ist. Eichenstamm, Sticks, Slabs, Türen, Treppenstufen, Zäune. Pfeiler können wir auch mit reintun. Hier haben wir auch noch Eichenholz, jawohl. So, und dann machen wir hier mal alles, was Stein ist. Alles, was Stein ist. Au. Dann bräuchte man eigentlich noch ein Fass.
perfekt. Das geht. Machen wir noch eins hier beim Ofen. Hey, machen wir hier 19. Weil über dem Ofen wird es eigentlich schon mal heiß und warm. So, dann kann ich hier mal Glas, die ganzen Metalle etc. Schwert lassen wir hier unten. Hier in die Schaufel. Kann man eigentlich mal tauschen. Holz ist hier unten. Zack. So, und dann können wir uns noch eine Truhe bauen. Die nehmen wir jetzt aber gleich von drüben mit. Können wir auch abbauen. Dann können wir das hier nämlich abreißen. Boah, ich bin so froh, dass Menschen aus der Behausung draus sind. Hier. Okay. Vielleicht baue ich es auch offline fertig, die Hütte. So, wo setzen wir die hin? Können wir eigentlich noch hier was fürs Fenster? Sind sie mal hier vors Bett. So, dann kommt hier nochmal unser ganzes Gemüse rein. Ja, das brauchen wir Fleisch. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Ah, da haben wir die ganzen. So, Freunde, dann. Oh ja, wir haben schon 22 Minuten. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, am Mittwoch geht es dann weiter. Mittwoch, Mittag, 12 Uhr, die nächste Folge Minecraft. Und, würde mich freuen, wenn ihr wieder alle dabei seid. Bis dahin, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Man sieht sich. Alle hopp. Tschüss.